Ich bin direkt auf ihn losgegangen. Mit allem, was ich hatte. Ich hatte nur meine Fäuste. Ich bin direkt auf ihn los und ich habe nicht mehr aufgehört. Und jeder, der sich eingemischt hat, hat auch eine abbekommen. Die waren wie aus Aluminium damals, diese glänzenden mit dem Henkel, mit dem Loch drin. Und die hatte ich gerade in der Hand und er kam wieder auf mich zu und hat irgendwie ausgeholt. Da habe ich ihm das Ding so über den Kopf gezogen, dass er ab ist. Also er ist erstmal runter und dann ist er gegangen. Ich bin in einem Dorf aufgewachsen, in dem ich sag's jetzt mal frei raus, eigentlich so der einzige, nennen wir es Farbige, der einzige Farbige war. Es war Alltag für mich, sagen wir es mal so, Mobbing war Alltag für mich. Ich wurde jeden Tag beschimpft, auch geschlagen. Ich konnte eigentlich weder ungestört in die Schule gehen, noch raus vor die Tür. Ich hatte ein, zwei Freunde, die hier und da mit mir gespielt haben, jedoch aber sehr schnell weg waren, wenn eben alle anderen da waren, die mich dann schikaniert haben. Das Ganze habe ich jahrelang so mitgemacht und erlebt. Ein bisschen 10 aufwärts kam dann auch langsam die Idee durchs Fernsehen, man könnte ja vielleicht mal zurückschlagen. Ich habe angefangen zu trainieren, Liegestützen. Ich denke, ich habe in dieser Zeit leider Gottes ein bisschen einen falschen Bezug zu Kraft und Training und dem Gebrauch davon bekommen. Ich habe trainiert, um mich endlich wehren zu können. Und irgendwann kam der Tag. Ich habe mich bereit gefühlt, ich habe mich stark gefühlt und ich habe zurückgeschlagen. Und es hat funktioniert. Und ich habe angefangen, immer mehr zurückzuschlagen und habe dann, das ist leider irgendwie auch übergegangen in die falsche Richtung und ich habe angefangen, die tatsächlich auch zu jagen. Und das war so der Punkt, wo die gemerkt haben, okay, vielleicht nicht mehr. Aber irgendwie ging es dann auch erst richtig los, weil natürlich sich viele auch dann provoziert gefühlt haben, so in der Art. Es war so das Empfinden von denen, das ich gemerkt habe, war, was fällt dem ein, sich zu wehren? Das habe ich ganz stark gemerkt. Was fällt dem Typ eigentlich ein, sich gegen uns zu wehren? Und da ging es erst richtig los. Und dann hatte ich erst mal eine Weile zu kämpfen und habe gekämpft. Und irgendwann war ich in so einem Sog drin, dass ich auch Leute gefunden habe, die quasi mit mir cool sein wollten, sich mit mir angeschlossen haben. Ich bin dann umgezogen, wir sind raus aus diesem Nazidorf gezogen, ich nenne das jetzt einfach mal so, und in die Kleinstadt, in der die Schule war, in die wir alle gegangen sind, und dort in ein Viertel, in dem sehr viele Ausländer eben gewohnt haben. Lustigerweise musste ich mich da auch erstmal mit jedem prügeln, ja, war einfach so, aber nach einer Weile waren wir dann alle cool und dann haben die gemeinsam mit mir quasi Jagd auf die besagten Mobber gemacht, und daraus hat sich dann so ein Sog- und Teufelskreis entwickelt, der sich sehr, sehr lange gezogen hat, und das alles ist irgendwie immer größer geworden. Man war auf Festen, man hat angefangen, hier und da mal einen zu rauchen, man hat getrunken, man hat gefeiert, man hat Leute kennengelernt, die das Zeug verkaufen, man wollte Geld. Meine Mutter hat es nicht ausgehalten, ich verdenk's ihr nicht, ich bin zu Hause rausgeflogen, ich habe bei Freunden gewohnt, ich habe angefangen, mich mit Drogendealen über Wasser zu halten, es haben sich immer mehr Leute mir angeschlossen. Meine Mutter hat mich vermehrt angeschrien, versucht, mich wachzurütteln, das kann ich im Nachhinein so sagen. In der Zeit habe ich mich natürlich ihr gegenüber ganz anders verhalten, als wäre sie ein Feind, was mir im Nachhinein auch sehr leid tut. Ich war aber in meinem eigenen Film und wusste nicht mehr, was gut und richtig oder böse, schlecht, wie auch immer ist. Und ich habe das Ganze hat sich dann so weit distanziert, dass ich nach ein paar Monaten überall wohnen und so weiter mit dem Jugendamt zu tun bekommen habe. Und dann mussten wir zusammen mit dem Jugendamt meine Mutter kontaktieren. Man hat das Kindergeld an mich abgetreten und ich musste mir eine Wohnung suchen, was ja okay war. Und so ging das dann weiter. Ich habe allein gewohnt, mit Ende 16 war das. Ich habe mir da eine Wohnung schwarz gesucht über einem Lokal und habe das Kindergeld brav kassiert, habe aber eigentlich alles mit meinem Drogendealen finanziert. Wenn man akut kriminell sagt und man sagt, dealen ist akut kriminell, ich habe mit 14 angefangen zu dealen, im kleinen Stil. Mit 18,
das erste Mal verhaftet. Man hat mir Betäubungsmittelhandel vorgeworfen, mehrere Fälle von gefährlicher Körperverletzung, mitunter auch illegalen Waffenbesitz und Widerstand gegen die Staatsgewalt. Vorher gab es einige Hausdurchsuchungen, über die ich immer nur gelacht hatte, aber da hatte mich jemand verraten und der hatte denen einiges an meiner Geheimsprache übersetzt. Das waren 6 Ordner an der Zahl, die sie von mir protokolliert hatten, die bis dato wertlos waren, aber er hatte alles übersetzt. Und das konnten sie mir dann zur Last legen. Nach einem halben Jahr bin ich wegen gutem Benehmen vor allem auch rausgekommen. Ich hatte Leute, die gut für mich gesprochen haben, gut für mich ausgesagt haben, Freunde, die draußen waren, die sich um einiges gekümmert haben. Ich selbst habe ein paar Sachen gesagt, die quasi hätten gelten können als irgendwas wie Beihilfe für die Staatsgewalt, aber eigentlich nur Bullshit waren auf gut Deutsch. Und so bin ich dann auf Bewährung rausgekommen und dachte, ach, dir gehört die Welt. Das Problem war, als ich rauskam, war dem auch so. Ich war ein Held. Ich kam raus und die Leute haben mich empfangen wie ein Gott. Es hieß, oh, der hat das und das gemacht und er ist wieder da und jetzt geht's richtig rund und mir wollten so viele folgen und auf einmal hat das hat Züge angenommen, Dimensionen, die waren jenseits von Gut und Böse. Wir waren richtig außer Kontrolle. Wir haben nochmal richtig angegriffen, ich bin direkt wieder ins Business eingestiegen. Zwischenzeitlich fiel dann mal wieder kurz der Hammer. Ich kam in Urhaft wegen einer größeren Sache, die ein Kumpel von mir eigentlich gemacht hatte, bin aber wieder auf Bewährung rausgekommen. Das war so der Punkt für mich, wo ich für mich selbst gesagt habe, nee, ich habe keinen Bock mehr. Und als meine Freunde dann gesagt haben, wirklich nach dem zweiten Mal U-Haft, hey Mike, was geht? Alles klar, lass mal was machen gehen. Und ich so, Leute, ey, ist langsam genug. Ich habe kein Geld, ich habe nichts, ich lebe vom Kindergeld, das ich noch überwiesen krieg. Und ich werde aber jetzt hier in Heidelberg ohne euch so anfangen und werde es machen. Habe dann die Schule gemacht, ich habe mein Fachabitur wieder angegangen, habe mich da auch hintergeklemmt, ich habe wirklich da auch mal gedacht, geh doch mal wieder pumpen. Es ging alles langsam, aber sicher besser. Ich habe einen Nebenjob angenommen, neben Schule, neben Sport und es wurde finanziell ein bisschen besser. Und an sich ging es dann alles so weit, dass ich auch angefangen hatte zu studieren, direkt nach meinem Fachabitur. Und hatte so ein bisschen den Faden verloren. Ich habe trainiert, habe gejobbt und war eigentlich gar nicht beim BWL-Studium. Ich hab trainiert und gejobbt. Und ich habe viel gefeiert. Ich war noch auf Bewährung, sie war fast vorbei. Mein damaliger Kumpel und ich waren unterwegs draußen. Total besoffen und extrem gestresst, weil ich mit meiner damaligen Freundin einen Riesenstreit hatte. Dann habe ich eine Gruppe von Leuten getroffen, die mich ein bisschen schief angemacht haben. Und ich habe auch einem direkt, glaube ich, eine Ohrfeige gegeben, weil er halt eben zu mir frech war. Circa 3 Monate später bin ich aus meinem Haus raus unten mit einem Kumpel. Wir sind unten aus der Tür rausgegangen, da waren 2 Herrschaften, die haben gefragt, ob ich der und der bin. Ich habe gesagt, ja, die haben mich an die Wand gedrückt und verhaftet. Und ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Ich habe gesagt, was habe ich gemacht? Was habe ich gemacht? Und die haben gesagt, wie, was haben sie gemacht? Sie wissen genau, was sie gemacht haben. Sie sind verhaftet. Im Endeffekt wurde mir Körperverletzung vorgeworfen, weil ich eben da mit beteiligt war. Und es war ein roter Brief, also es war ein Haftbefehl. Und erlassen und gestellt wurde der von eben den Staatsanwälten, die mich damals immer haben gehen lassen müssen. Bewährungswiderruf. Von 21 Monaten, voll absitzen, plus Neustrafe von 20 Monaten. Ja, und es war nicht für diese lächerliche Ohrfeige, das war für jedes Mal, als ich damals lachend aus dem Gerichtssaal gelaufen bin. Für jedes einzelne Mal habe ich das bekommen. Diesmal bin ich da rein und habe gesagt, ich kann das nicht mehr. Ich will das nicht mehr. Wenn ich das schon sehe, wie der mit ihm redet, wie er ihn anschreit, wie die sich da hinten prügeln, der Alarm geht schon wieder los. Ich kann das nicht mehr. Ich bin das nicht mehr. Ich will das nicht mehr. Mental war ich das nicht mehr. Aber ich habe plötzlich eingesehen, dass ich, um da drin zu überleben, eigentlich wieder der werden muss, der ich mal war, weil ich sonst keine Chance habe. Ich hatte das Glück, dass 1, 2, die ich von den letzten Untersuchungshaftaufenthalten kannte, da noch drin waren.
Es hieß dann, okay, der Mike ist stabil, auf gut Deutsch. Den kenne ich noch von Adelsheim, vom Jugendknast, der ist stabil. Der macht Kampfsport, der ist in Ordnung, so cool. Passt auf. Also ein bisschen hatte ich so einen Vorruf und ich sagte, entweder du nimmst das jetzt mit und bist dieser Mike und versuchst aber irgendwo eine Linie zu finden, wie du hier rauskommst, also benimmst dich, schaust, dass du in Freigang kommst, schaust, dass du wirst nicht rauskommen, du musst das Ding sitzen. Du musst aber auf dem schnellsten Weg irgendwie hier durch. Um da durchzukommen, aber keine Scheiße bauen, nicht einmal prügeln, gar nichts, sonst ist das Thema Freigang sofort erledigt. Eigentlich ist es schon erledigt, wenn du zu oft morgens, wenn die Tür aufgeht, dein Bett nicht gemacht hast. So kann man sich das vorstellen. Dann bist du kein Kandidat. Und eigentlich bist du mit einer Gewalttat schon 10-mal kein Kandidat und schon gar nicht als Wiederholungstäter. Das war auch das Erste, was man mir dort gesagt hat. Und dann heißt es, was haben Sie vor mit Ihrer Zeit? Was wollen Sie anstellen? Ich habe gesagt, ich möchte in den Freigang, ich möchte aufs Abendgymnasium gehen, vom Freigang aus, weil ich Sport- und Ernährungswissenschaften studieren möchte. Hier geht keiner aufs Gymnasium. Und kein Gewalttäter kommt hier in den Freigang und schon gar keiner mit ihrer Strafe. Und mit ihrer Vorgeschichte sowieso nicht. Sie müssen sich was anderes überlegen. Und dann habe ich gesagt, dann geben Sie mir halt Arbeit, aber das bleibt mein übergeordnetes Ziel. Ich sage, gut, dann arbeiten Sie halt. Habe ich gearbeitet. Schrauben zusammengepackt, dieses, jenes gemacht, was man halt so macht. Immer ordentlich gewesen. Mein Sport gemacht. Ich hatte mich ja schon sehr, sehr viel mit Sport beschäftigt. Ich habe gemerkt, dass die, vor allem die breiten Jungs, mich immer sehr, sehr kritisch angeguckt haben, sehr, sehr komisch von der Seite. Manchmal haben sie mich missmutig gefragt, was ich denn da mache, was ich denn da esse. Ich habe es ihnen erklärt, ich wurde ausgelacht. So eine Scheiße, es stimmt doch gar nicht. Und hier und jenes. Ja, und ich habe sie einfach machen lassen. Ich habe mein Ding gemacht. Und mit der Zeit habe ich mich verändert. Mein Körper hat sich auch verändert. Mit den Gegebenheiten, die ich dort hatte, mit dem bisschen, hat er sich verändert. Ich habe es geschafft. Und dann kamen sie und haben gefragt, hey Mike, wie hast du das eigentlich gemacht? Wie war denn das nochmal letztens? Und dann habe ich gesagt, ja, war doch so lustig, oder? Und so kam man sich näher, man hat sich verstanden. Es haben sich dann dort immer so ein, zwei im Hof haben sich ergeben, die dann gesagt haben, hey Mike, wie sieht's denn aus? Kann ich mit dir mittrainieren? Ich habe gesagt, eigentlich hätte ich nichts dagegen, aber es gibt Regeln. Ich drohe dir nicht oder so, aber wenn du mit mir rumhängen willst, ich habe eine klare Linie, ich möchte in den Freigang, ich möchte hier raus, auf dem schnellsten Weg. Mike, mit deiner Strafe kannst du nicht in den Freigang. Okay, abgehakt, habe ich gehört, passt. Wenn du mit mir trainieren willst, keine Schlägereien, keine Drogen, benimm dich. Ich will nicht mit irgendeinem gesehen werden, der einen Scheiß rufert, weil dann bin ich auch am Arsch. Ansonsten alles cool, ich teile mein Essen mit dir, ich teile alles mit dir. Das Ende vom Lied war, ich hatte eine Anhörung, bei der ich wieder vorgetragen habe, was ich vorhabe. Es wurde abgelehnt, wie angekündigt, und es hieß, machen wir nicht. Der Anstaltsleiter hat es persönlich abgelegt. Abgelehnt. Der Anstaltsleiter hat es persönlich abgelehnt. Dann habe ich gesagt, ich möchte mit ihm sprechen. Dann haben die gesagt, nee, machen wir nicht. Dann habe ich an ihn geschrieben, mehrmals. Und irgendwann wurde ich abgeholt von der Zelle, ohne Vorwarnung, einfach mitkommen. Und dann saß ich vorm Anstaltsleiter. Und dann hat er gesagt, ich weiß schon, warum Sie hier sind. Da habe ich gesagt, ich möchte einfach, dass Sie mich kennenlernen. Sie haben bis jetzt nur meine Akte gesehen. Sie haben gesehen, ich weiß, wie schlecht meine Akte ist, ich weiß es. Ja, wenn Sie das alles lesen, denken Sie, ich bin ja was weiß ich für ein Mensch. Aber ich möchte, dass Sie mich kennenlernen, ich möchte, dass Sie sich mit mir unterhalten und ich möchte Ihnen sagen, Sie haben jetzt abgelehnt, da können wir nichts machen, das werden Sie auch nicht rückgängig machen, aber ich möchte, dass Sie mich so kennenlernen, wie ich jetzt bin und die nächste Anhörung werde ich wieder so versuchen. Dann bin ich nach circa, ich glaube es waren 13 bis 14 Monate, bin ich in Freigang gekommen. Bis zur Halbstrafe war die Aussicht. Also nochmal 9 Monate Freigang ungefähr. Und durfte von dort dann auch tatsächlich ins Abendgymnasium. Das, was jeder gesagt hat, was niemand darf, was niemand jemals können wird, habe ich dann machen dürfen. Das habe ich gemacht, das habe ich durchgezogen und es hat funktioniert. Ich war gut in der Schule, es hat mir unglaublich gut getan, jedes Mal da rauszugehen in die Schule, mit normalen Menschen zusammen zu sein. Ich habe weiter mein Training gemacht. Ich konnte zugucken, wie die Leute, die sich mit mir abgegeben hatten, sage ich mal, nach und nach auch in den Freigang gerutscht sind. Ein, zwei waren schon vor mir da. Das hat mich unheimlich gefreut. Weil ich so eine lange Strafe hatte, habe ich die auch gehen sehen. Also ich habe dann jeden quasi auch verabschiedet. Das waren so Sachen, wo ich wirklich sage, okay, geil. Weil ein paar von denen waren echt Junkies und Hitzköpfe, als ich sie kennengelernt habe. Und die sind dann da raus und haben auch gesagt, so Mike, ganz im Ernst, ohne dich hätte es nie geklappt. Ich werde draußen weiter trainieren, ich schwör's dir, ich mache meinen Sport, ich mache mein Leben. Nicht jeder hat's gemacht, nein, klar. Aber ein paar immer noch.
bis jetzt. Ich habe mich schon in der Zeit, in der ich noch im Freigang war, um ein duales Studium beworben, was ich nicht durfte. Wurde mir nicht erlaubt, ich durfte nur in eine Zeitarbeitsfirma und dort arbeiten. Bewerbungen woanders hinzuschreiben war nicht erlaubt, ich weiß nicht warum. Im Endeffekt habe ich dann irgendwann einen Anruf bekommen auf dem Handy, das ich nicht haben durfte natürlich, das meine Freundin hatte, meine damalige. Und da kam die Zusage. Da war ich auch noch im Freigang. Und dann hieß es, wir nehmen dich, wann kannst du anfangen? Und ich habe gesagt, boah, also ich habe ja noch einen Job und hier und da und ich wusste, ich komme so in 3 Wochen raus. Ich habe gesagt, ja, also so in 4 Wochen kann ich anfangen. Bin rausgekommen, ein paar Tage später habe ich bei der Fitnessstudio-Kette angefangen. Das weiß bis heute auch eigentlich niemand. Das Ganze war dann 2015. Ich trete bewusst auch erst jetzt damit nach außen, weil meine Bewährung auch eigentlich jetzt erst offiziell vorbei ist. Das heißt, das Ding hat so lange nachgereicht, dass es mich bis jetzt verfolgt hat. Ich bin seitdem komplett straffrei. Sport sehe ich schon seit längerer Zeit, schon seit ich drin bin, in dem Licht, wie man es eben sehen soll. Ich habe das am Anfang in einem komplett falschen Licht gesehen und aus der Motivation raus war ich auch nie ein guter Sportler. Aber als das Ganze dann kam, in die richtige Richtung, sag ich mal, zu gehen, hat mich das komplett einfach anders gestimmt. Seitdem, jetzt bedeutet Disziplin was ganz anderes für mich. Ich weiß noch das Bild, als wir das erste Mal einkaufen gehen durften im Freigang und alle rennen ans Süßigkeitenregal und ich war einfach nur gottfroh, als ich vor dem Gemüseregal stande. Ich krieg frisches Gemüse. Da ging's los. Ernährung, alles. Das ist sowas, das ich zu schätzen weiß, das ich jetzt gerne mache. Ich habe sehr, sehr viel gelesen in der Zeit. Ich habe alles an Büchern gelesen, was ich in die Finger bekommen habe. Das kommt mir jetzt immer wieder zugute. Ich habe viele Erfahrungen mitgenommen, die hässlich waren, die ich aber nicht missen möchte. Weil sie mich im Endeffekt doch ausmachen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt so gut reflektieren könnte, was mit mir und meiner Mutter ist und überhaupt mit allen Menschen, denen ich mal Unrecht getan habe, wenn das alles so gekommen wäre. Und ich bin froh, dass es jetzt so ist, wie es ist. Ich bin mit dem zufrieden, was ich habe. Ich darf trainieren, mache quasi Sport irgendwo auch als Job, habe ein tolles Leben hier, habe eine tolle Frau kennengelernt, habe eigentlich so in meiner kleinen Welt ein Happy End erfahren. Für mich persönlich. Das bin ich, jetzt weiß es jeder und ich habe kein Problem damit. Das ist es.